Apple ist das Schwergewicht schlechthin, die vermeintlich wertvollste Firma der Welt, hat ein richtiges Problem, denn man ist Teil des chinesischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsapparats. Man lässt ja über die Firma Foxconn in China unter menschenunwürdigen Bedingungen produzieren, da gibt es ja gar keine Frage. Und gleichzeitig ist man Teil des chinesischen Unterdrückungsapparats, indem man etwa Apps abschaltet auf Geheiß der chinesischen Regierung, die Demonstranten helfen, sich hier zu verabreden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite passiert auch über Apples Technologie, Überwachungstechnologie in China selbst. Und dennoch ist Apple in vielen ESG, also in diesen Nachhaltigkeitsfonds mit drin. Und das dürfte Fragen aufwerfen, ethische Fragen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Marktkapitalisierungsfragen, vor allem eben Fragen, naja, wenn die Cash-Cow, das iPhone, weniger verkauft wird, weil eben weniger iPhones in China derzeit produziert werden, ist dann die Bewertung von Apple noch gerechtfertigt? Genau diese Frage hat man sich heute auch gestellt. Wir sehen, der Nasdaq war eigentlich so plus minus null gewesen, ist dann deutlich gefallen. So nach 17 Uhr ging es 1% nach unten innerhalb einer halben Stunde nach einem Bericht, dass die iPhone-Shipments wohl deutlich weniger sein werden. Apple ist jetzt die schwächste der fünf großen Tech-Aktien in den letzten oder der fünf, in den letzten fünf Handelstagen die schwächste der großen Tech-Aktien gewesen. Und Apple war ja der einzige General, also der einzige Dickfisch, der noch nicht erschossen worden war, sozusagen. Google, Microsoft, vor allem Meta, wie sie alle heißen, Amazon, die sind ja schwer unter Druck gekommen, aber Apple eben nicht. Jetzt handelt die Aktie unter ihrer 50-Tages-Linie. Jetzt heißt es, dass die Stadt, wo Apple hauptsächlich fertigen lässt, die Corona-Regeln ein bisschen aufweicht. Also der Druck scheint enorm zu sein und der Druck auf die Aktie könnte auch enorm sein. Schauen wir uns hier mal die Apple-Aktie an. Und da sehen wir 2020, kurz vor dem Corona-Crash, da war der S&P 500, der Leitindex der USA, auf einem Allzeithoch. Da stand die Aktie bei $80. Jetzt steht man immer noch bei $141 und das, obwohl, naja, letztendlich die Dynamik nach oben, die, wie soll man sagen, die Umsätze und Gewinne vor allem, die explodieren ja nicht gerade, aber die Aktie ist explodiert. Wenn das hier mal ein bisschen nach unten geht, etwa auf das Niveau von eben Anfang 2020, als die Aktie bei $80 stand, dann wäre das fast eine Halbierung und das bei dieser Marktkapitalisierung, das bei diesem Gewicht in den Indizes. Und viele stellen sich jetzt eben die Frage, wie kann es sein, dass ein solches Unternehmen eben Teil dieses ganzen ESG-Hokuspokus ist, dieser Nachhaltigkeits-Greenwashings-Industrie, die ja da entstanden ist. Schauen wir uns etwa mal Vanguards ESG ETF an, Largest Holding ist der Apple mit 7,11%, und das gilt für so viele Nachhaltigkeitsfonds, das gilt ja für fast alle Fonds so oder so, denn es ist ja schlicht so, dass eben Apple mit dieser Marktkapitalisierung wahnsinnig viel auf die Waage bringt und das wird ein ethisches Problem. Jetzt kommt noch dieser Streit, dieser Krieg in Anführungszeichen mit Elon Musk dazu, da will Apple ja kaum mehr Werbung schalten, respektive überlegt sogar Twitter aus seinem App Store zu entfernen, und würde Apple abstürzen, eine Aktie also, die so ziemlich jeder Profi-Investor wahrscheinlich in seinem Portfolio hat, dann würde das Schmerzen bedeuten für die Finanzindustrie insgesamt, die ja schon in diesem Jahr so viel Druck hat da erfahren müssen. Hier sehen wir mal diese typischen 60-40 Portfolios, also 60% Aktien, 40% Anleihen. Die haben ja ein katastrophales Jahr erlebt. 22 Billionen haben Investoren hier jetzt weniger praktisch in den Büchern stehen. Die sind also praktisch einmal weg, und es könnte wirklich sein, dass wir nächstes Jahr nicht mehr jetzt dieses passive Investieren als gewinnbringende Strategie sehen, also ETFs, kaufst du ETF, legst dich schlafen und wachst irgendwann wieder auf, sondern dass hier aktives Management letztendlich sich wieder besser gestaltet. Morgan Stanley hat heute nochmal ihre neue Prognose für den S&P 500 rausgegeben und sagt, wir werden erst fallen, um dann zu steigen. Letztendlich wird das Jahr dann unverändert sein, oder man wird Pi mal Daumen da rauskommen, wo wir letztendlich jetzt derzeit auch sind, also ein Nullsummenspiel. Unterdessen allerdings signalisieren die Anleihemärkte, ich hatte
habe das öfter schon gesagt, großen Stress. Da kommt etwas mit diesen massiven Invertierungen der Zinskurve. Und der Jerome Powell, der hat eine Lieblingszinskurve, nämlich die Rendite der dreimonatigen Staatsanleihe minus die Rendite der dreimonatigen Staatsanleihe, wie man sie in 18 Monaten erwartet. Das hat Jerome Powell gesagt, sei der maßgebliche Indikator, ob es zu einer Rezession komme oder nicht. Und da sind wir jetzt 16 Basispunkte invertiert. Also auch diese Anleihekurve signalisiert klare Rezession. Morgen ja die Rede über die Economy und Labor Market on Wednesday. Man darf gespannt sein, was er sagt. Er wird wahrscheinlich hawkisch sein. Die Frage ist, überrascht das die Märkte? Was wird da überhaupt noch zu bewegen sein? Hier mal so eine Grafik über die hawkischen und weniger hawkischen Mitglieder. Ganz links Evans Chicago, Collins Boston, Daly San Francisco, Harker Bostic und wie sie alle heißen. Besonders hawkisch dagegen Ballard. Da sehen wir George, Esther George, die allerdings auch aufhören wird. Ballard wird aufhören. Das könnte also bedeuten, dass da zwei große Hawks letztendlich dann nicht mehr der Fall sein werden. Auch Mester dürfte im nächsten Jahr nicht mehr abstimmen. Gilt auch als Hawk. Ich denke, sie ist eher in der Mitte. Paul wird hier auch eher in der Mitte verortet, aber ich denke, er ist eher auf der hawkischen Seite derzeit, vor allem, weil es ihm nicht schmeckt, dass die Aktienmärkte eben steigen. Aber wir sehen, dass diese Zinspolitik, die Anhebung der Zinsen, durchaus eben schon Spuren hinterlassen hat. Hier sehen wir den Case-Shiller-Hauspreis-Index, 0,8% gefallen. Das ist also ein Rückgang jetzt annualisiert 8%, aber dennoch zum Vorjahresmonat in den 20 Städten immer noch 10% gestiegen, die Hauspreise. Also auch da noch wahnsinnig viel Luft nach unten. Und woran liegt das, dass die Hauspreise so stark gestiegen waren? An der Fed, an dem Godfather schlechthin. Es liegt an der Liquidität. Hier sehen wir mal die Geldmenge M2. Die ist gestiegen in den letzten 3 Jahren um 40% und die US-Immobilienpreise sind gestiegen um 41%, also praktisch Gleichlauf. Und jetzt aber passiert Folgendes: Jetzt schrumpft die Geldmenge M2 in den USA, also weniger Liquidität, und dementsprechend fallen jetzt auch die Hauspreise. Das könnte man durchaus als Logik bezeichnen. Noch nie sind die Dinge so schnell hier nach unten gekommen in den letzten 7 Monaten seit dem Jahr 1959. Und das kann man praktisch mit einem Satz zusammenfassen, wie Helene Mester das hier tut: Don't fight the Fed. Das ist eben eine Chart, der zeigt, wie der S&P 500 sich bewegt und die Liquidität, die eben vorhanden ist, sich entwickelt. Dementsprechend entwickelt sich der S&P 500 eben wie die Liquidität. Jetzt hat der Jerome Powell, der morgen ja sprechen wird, der hat ja gesagt, ja, passt auf, und andere Fed-Mitglieder auch: Wir wollen eigentlich nicht, dass ihr hier denkt, dass wir die Zinsen wieder senken. Aber die Märkte sagen, doch, die werden sie wieder senken. Die Frage ist, wer hat recht, die Fed oder doch die Märkte? Schauen wir uns mal ein paar Parameter an, meine Damen und Herren. Heute zum Beispiel Fed Dallas Manufacturing Index. Neue Orders ganz klar im Rezessionsbereich schon. Nur während des Corona-Crashs und der Finanzkrise waren wir tiefer, was diese neuen Orders betrifft. Also wir sehen, das, was zukünftig an Aufträgen reinkommt, praktisch bei den Einkaufsmanager-Indizes, das sieht nicht wirklich gut aus. Jetzt hatten wir den Cyber Monday und alle sagen immer, ja, tolle Zahlen, hier sind wir wieder gestiegen, wir sind knapp über 11 Milliarden Dollar an Umsatz, aber die Preise sind eben massiv gestiegen und im Vergleich zum letzten Jahr dementsprechend ist nominal wahrscheinlich, also inflationsbereinigt, ist weniger umgesetzt worden, weil schlichtweg die Dinge teurer sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Stückzahlen, die die Leute gekauft haben, das Volumen, das faktische Volumen, nicht der Preis, weniger ist, dass also der Konsum faktisch zurückgegangen ist. Inflation haben wir hier auch, meine Damen und Herren. Aber nur noch 10%, das ist ja schon, da kann man sich ja freuen. Hurra, heißt es heute, nur 10,0%, erwartet waren 10,4% bei der deutschen Inflation. Jetzt sehen wir hier in dem Chart von Holger Cepic diesen massiven Rückgang der Inflation. Sehen Sie, das Hackerl da geht, das ist ja praktisch, ne, Viagra-Chart und dann nachlassende Wirkung, könnte man sagen. Also das lässt massiv nach, also das ist ein rapider Fall in der Inflation. Lebensmittelpreise auch nur 21% gestiegen. Jetzt werden die Rufe laut, ja, EZB, jetzt macht es einmal ein bisschen lockerer.
nicht so stark die Zinsen anheben. Ihr seht es doch, die Inflation ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Aber Frank Schäffler, den ich schon mal im Interview hatte, der sagt, also wenn jetzt 7 Jahre 10% Inflation wäre, dann wäre jeder Euro praktisch nur noch die Hälfte wert, gell? Also das geht schnell mit der Geldentwertung, aber klar, die EZB wird wahrscheinlich so oder so 50 Basispunkte anheben jetzt im Dezember, zumal, wie Jörg Krämer hier richtig bemerkt, ja, also die Preise für Kraftstoff und Heizöl sind gefallen, die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, allerdings dürfte gleich geblieben sein. Und vor allem haben ja viele Versorger, Sie haben das bestimmt auch bekommen in der Post, Gaspreise steigen, Strompreise steigen massiv ab dem 1. Januar. Das ist wiederum inflationär, sodass wir dann wahrscheinlich im Frühjahr 2023 wieder höhere Zahlen bekommen werden. Also die EZB sitzt ziemlich in der Patsche auf der einen Seite. Aber es ist halt so, wir haben uns da Leute praktisch angelacht mit der Super Christine Lagarde. Da gibt es ein Sprichwort von Thomas Sowell. Es gibt keine dümmere und gefährlichere Entscheidung, als wichtige Dinge in die Hände von Leuten zu legen, die letztendlich keine Konsequenzen für ihre Entscheidungen tragen. Das ist ja genau der Punkt. Das sind irgendwelche Leute, die, naja, wenn sie sich irren, dann ist halt so. Andere werden dafür abgestraft, Unternehmer. Wenn da falsche Entscheidungen getroffen werden, dann geht es ans Eingemachte, hier nicht. Schauen wir mal. Jedenfalls dürfte die Wirtschaft relativ schnell abkühlen. Die EZB war ja extrem spät dabei, die Inflation überhaupt anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist ein Problem. Jetzt ist sie vielleicht ein bisschen spät zu sagen, okay, wir können vielleicht ein bisschen lockerer machen. Aber wie gesagt, in Deutschland dürfte 2023 das Thema dann wieder virulent werden. Ob das auf europäischer Ebene so ist, wird sich zeigen. Jedenfalls erwartet Lagarde kein Peak der Inflation so schnell. Und Probleme im Bankensektor. Credit Suisse ist so ein bisschen aus den Schlagzeilen, aber die Aktie heute neues Allzeittief. Wir sehen die Kreditausfallversicherungen, die schießen weiter in die Höhe. Es müsste eigentlich Default Suisse heißen, wie hier ein Twitter-Kommentator bemerkt. Also Stress im System. Und jetzt haben wir aber zur Abwechslung mal gute Nachrichten. Katar liefert Deutschland 15 Jahre lang LNG. Kleines Problem am Rande, das wird erst ab 2026 sein. Gell, das hilft uns ja in diesem Winter nichts, würden jetzt normalerweise die Grünen sagen, gell, was brauchen wir Fracking, das ist ja nicht rechtzeitig am Start, gell, aber der Deal mit Katar 2026. Und jetzt, meine Damen und Herren, es ist natürlich eine ganz tolle Meldung. Jetzt schauen wir uns allerdings mal das Volumen an. Wir haben aus Russland 1600 Terawattstunden Gas im Jahr bekommen. Da mit diesem Deal mit Katar handelt es sich um 30 Terawattstunden, also nicht einmal ein 500stel, also nicht einmal 0,2% des russischen Gases. Also damit seien unsere Energieprobleme natürlich gelöst. Das ist ja gar keine Frage. Na, also das ist richtig gut. Aber wir haben auch kein Problem mit dem Fracking-Gas aus Katar. Ne, mit den Menschenrechten haben wir ein Problem, mit dem Gas haben wir kein Problem. Fracken bei uns ist ganz schlimm, gell, aber bei denen ist es okay, weil da ist ja eh nur Wüste. Gell, wenn da ein bisschen Erdbeben ist oder so, na, Schwamm drüber. Gell, das ist ja eh alles Wüste da unten, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Also passt das alles, das ist richtig wunderbar. Und hier sehen wir dann die erfolgreiche Energiewende, ja, die von Merkel begonnen wurde, damals mit einem breiten Kontext, aber jetzt in einer Situation, wo wir zu wenig Energie haben, handelte diese Regierung aus meiner Sicht falsch, indem sie das Energieangebot weiter verknappt durch die Abschaltung etwa der Atomkraftwerke. Wir haben jetzt 13% weniger Strom produziert oder produzieren 13% weniger Strom. Eigentlich sagt ja die Bundesregierung, sagt Habeck, Mensch, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir wollen der Welt zeigen, dass es geht, kann man ja machen, aber wenn man sich deindustrialisiert, dann bringt das alles nichts, weil dann denken die, naja, die Deutschen, die machen sich arm, tolles Vorbild, wollen wir da folgen. Und deswegen hier vielleicht auch die Aussage, wenn wir die Industrie aus Deutschland rausekeln, brauchen wir am Ende ja auch weniger Strom, gell, ne? Das ist super, gell, also ne? Wir schließen alle Industrien, da brauchen wir auch keinen Strom, gell, und deswegen haben wir auch kein Stromproblem, wie der Habeck gesagt hat, gell, sondern nur die Menschen haben ein Problem mit dem Strom, aber der Strom an sich hat ja kein Problem, das ist ja völlig klar, deswegen ist das, was der Habeck sagt, natürlich total richtig, das ist ja gar keine Frage, und ein bisschen CO2
Das produzieren wir auch, gell? Jetzt haben wir eine ganz enge Anbindung an Polen. Es gibt nur ein Land, das noch schmutziger ist in Sachen CO2 als wir. Das ist Polen, gell? Deutsch-polnische Freundschaft, naja, CO2, aber die Polen zum Beispiel, die haben erstens sehr viel Kohle und zweitens wird da noch richtig schön Holz verheizt, wenn sie da mal in Polen unterwegs sind. Au, 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 das ist ziemlich bitter, gell? Jetzt sind wir auf einer Linie mit den Polen. Das ist eine Errungenschaft. Volkswagen sagt jetzt, unter diesen Umständen kann es keinen Sinn machen, in Deutschland Batterien zu bauen, weil praktisch das nicht möglich ist angesichts der Kosten, die man hier hat. Aber dafür haben wir die letzte Generation, die kettet sich irgendwo an. Jetzt hat hier ein Bischof gesagt, also das erinnern Sie ihn ein bisschen so an die frühen Christen. Die haben auch gedacht, dass jetzt sofort das Reich Gottes anbricht, also die Welt untergeht und dann Reich Gottes und so weiter. Hier geht jetzt auch die Welt unter, gell, aber dann kommt kein Reich Gottes, sondern halt ganz schlimm. Deswegen muss man sich jetzt irgendwo anketten, gell, weil morgen geht die Welt unter, wenn Sie Interviews lesen mit irgendwelchen Vertretern der letzten Generation, wenn nicht jetzt zu spät, wenn wir jetzt nicht das 9-Euro-Ticket haben, gell. Dann geht die Welt unter. Wenn wir jetzt kein Tempolimit von 100 haben, geht morgen die Welt unter. Das kann ich nur bestätigen. Ja? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Da brauchen Sie da überhaupt gar nicht zweifeln an dieser These. Gell? Jetzt noch zwei Artikelhinweise, meine Damen und Herren. Apple, wie die Aktienrückkäufe die Investoren glücklich machen. Ja, die Investoren schon. Gell? Andere leiden drunter. Die Aktie wird nach oben manipuliert, indem ich das Angebot verknappe. Das steigert normal den Preis. Also super Aktie ist es auf der einen Seite. Und jetzt dieser Krieg mit Apple oder gegen Apple, das könnte noch richtig witzig werden. Das ist der zweite Artikel, den ich empfehle. Und jetzt empfehle ich mich selber und sage Servus, ciao.